There is a truth older than the ages. There is a promise of things yet to come. There is one born for our salvation. Yeah.
Guten Morgen und herzlich willkommen auch allen, die diesen Gottesdienst online mitfeiern. Und ganz besonders begrüßen möchte ich auch, ich bin irgendwie ganz aufgeregt heute, unsere Musiker, die heute Morgen angereist sind. Das sind Freunde von Jessica Schröder aus dem Gospelchor Golden Harps. Und es ist wunderbar, dass ihr da seid heute Morgen. Ich danke euch sehr, dass ihr diesen Gottesdienst musikalisch gestaltet. Für unsere Musiker ist es kein Problem, die vorgeschriebenen Abstände einzuhalten, denn sie sind miteinander verheiratet und miteinander verwandt. Und ja, nur euch muss ich bitten, wenn ihr das nicht seid, die Sitzplätze so einzunehmen, das habt ihr, soweit ich das sehen kann, wie es vorgeschrieben ist mit dem Abstand, bitte über den gesamten Gottesdienst die Masken anzulassen und die Lieder nicht mitzusingen, auch wenn es heute sicher uns ganz besonders schwer fallen wird. Das erste Lied, das wir gehört haben, Jesus, ist das Lied aus unserer Predigtreihe. Wofür bitte brauche ich Jesus? Heute sind wir beim dritten Impuls einzigartig geboren. Und wer in der vergangenen Woche das Impulsheft schon bearbeitet hat, weiß, es geht hier um die Jungfrauengeburt. Ja, und vielleicht habt ihr euch auch schon Gedanken gemacht und gelesen, dass es ein Übersetzungsfehler sein könnte. Und seid vielleicht auch zu der Überzeugung gekommen, dass man die Jungfraugeburt heute wirklich im Glauben niemandem mehr zumuten kann. Mir selbst geht es so, dass ich immer dachte, mir doch egal. Wenn ich an Wunder glaube, wenn ich an einen allmächtigen Gott glaube, wo ist denn da das Problem? Da kann ich auch an eine Jungfrauengeburt glauben. Mir doch egal. Ja, aber jetzt habe ich mich dann auf die Suche gemacht, ob das doch nicht auch eine Bedeutung für meinen Glauben haben könnte. Und habe mich gefragt, was könnte denn der Gewinn sein für mich persönlich und für meinen Glauben? Und wenn es da etwas gäbe, was ich daraus ziehen könnte, dann wäre es total schade, ich würde bei dieser Haltung bleiben, mir doch egal. So dürft ihr auf die Predigt heute gespannt sein. Und lasst uns den Gottesdienst miteinander feiern. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jesus, Herr Jesus, Herrscher.
Jesus, dir gebührt alle Ehre. Nichts ist vergleichbar mit dir, Herr. Du bist wirklich das Schönste und ja, wir sind so dankbar, dass wir ja, zu dir gehören dürfen und dass wir dich erleben dürfen und ja, so wie Maria nicht gewusst hat, was du alles kannst, wo sie dich in ihr getragen hat, so dürfen wir auch überrascht sein, was du noch alles in unserem Leben tun wirst. Danke, dass du da bist, auch heute Morgen. Amen. Ja, an die Jungfrauengeburt
kann ich ja gerade noch glauben, aber dass es 3 weise Männer gegeben haben soll. Ja, vielleicht ist es für uns Frauen manchmal schwierig zu glauben, dass es weise Männer gibt und dann gleich 3 auf einmal. Aber wahrscheinlich ist es für viele Menschen noch schwieriger, an die Jungfrauengeburt zu glauben. Ich war schon öfter im Gespräch mit Menschen, die sich so grundsätzlich mit dem Glauben schwer tun. Und das ist eins ihrer Argumente, dass sie sagen, dass sie da beim besten Willen nicht daran glauben können. Für viele ist es sogar einfacher, an die Auferstehung von den Toten, Auferstehung Jesu von den Toten zu glauben. Und doch geht kein Weg an der Jungfrauengeburt vorbei. 2 Evangelisten berichten darüber in der Bibel. Lukas, der Text von Lukas, ein Engel kündigt hier die Schwangerschaft von Maria an. Siehst du, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Wie soll das gehen, da ich noch von keinem Manne weiß, fragt Maria. Und der Engel antwortet ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und Matthäus berichtet darüber, dass ein Engel im Traum zu Josef spricht. Du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Lukas berichtet aus der Sicht Marias und Matthäus berichtet aus der Sicht Josefs. Und bei beiden geht kein Weg daran vorbei. Maria ist noch Jungfrau bei der Geburt ihres Sohnes, denn der Heilige Geist, Gott selbst, hat die Schwangerschaft bewirkt. Das Kind Jesus, das geboren wird, es ist Mensch und Gott. 100% Mensch und 100% Gott. Ein passendes Bild, wie ich finde. Wenn wir so ein Kleidungsstück zu Hause aus dem Schrank nehmen würden, würden wir sagen, das geht gar nicht. Es kann nicht 100% Baumwolle und 100% Synthetik sein. Es entzieht sich jeglicher menschlicher Logik. Jesus war übernatürlich. Seine Empfängnis und seine Geburt waren übernatürlich. Es entzieht sich unserer menschlichen Logik. Als ich zu Hause meinen Sohn nach seiner Meinung zur Jungfrauengeburt fragte, da meinte er, es war nicht das erste und wird nicht das letzte Wunder sein. Ziemlich gut auf den Punkt gebracht, finde ich. Ja, nun haben einige von euch in den Hauskreisen sich vergangene Woche die Frage nach der DNA gestellt. Nimmt man den Bibeltext, den wir miteinander angeschaut haben, ernst, lässt sich die Frage nach der DNA von Josef ganz eindeutig mit Nein beantworten. Denn er war ja in keiner Weise an dieser Schwangerschaft beteiligt. Bleibt die Frage, ob wir uns auch Maria wie so eine Leihmutter vorstellen müssen oder ob Jesus vielleicht Erbgut seiner Mutter hat. Es gibt 2 Gedanken dazu, die auch diese Frage mit Nein beantworten müssen. Wir lesen in der Bibel, Jesus war schon da, bevor die Welt erschaffen wurde. So ist er zwar in Marias Bauch, in ihrem Leib herangewachsen körperlich, aber er ist irgendwie, kann er da ja nicht entstanden sein. Und der zweite Gedanke, den finde ich noch wichtiger, wenn DNA eines Menschen im Spiel gewesen wäre, dann würde das ja heißen, dass hier aus Mensch Gott wurde. Viel zu viele Menschen wollen Götter sein, ist die Meinung einer Gruppe. Daniela nickt, sie kennt das Lied. Vielleicht kennt einer von euch auch diese, ich finde, sehr gute A-Cappella-Gruppe, die Beinahe Sex.
Sie haben dieses Lied auf den Markt gebracht. Leider können wir es nicht miteinander anhören jetzt aufgrund der Zeit und wir haben ja heute auch noch bessere Musik hier. Ja, aber das Lied heißt Einziger Gott. Ihr könnt es auf YouTube anhören. Deswegen habe ich das hier rauskopiert, dass ihr es euch vielleicht aufschreiben oder merken könnt. Denn ich finde, dass das wahr ist. Viel zu viele Menschen wollten Götter sein, aber nur ein einziger Gott, nur ein einziger Gott wollte Mensch sein. Gott wurde mit der Geburt Jesu Mensch. Und da war kein Mensch mit seiner DNA beteiligt. Thilo hat in seinem Impulsheft diesen wichtigen Gedanken herausgestellt. Warum wurde Gott Mensch? Ja, in Vorbereitung seiner Erlösungstat, die wir an Ostern feiern. Der Mensch war nicht der Hauptproduzent des Weltenretters, schreibt er. Das heißt, ich kann als Mensch weder meinen Retter noch meine Rettung produzieren oder erarbeiten. Weder durch den Gottesdienstbesuch heute Morgen, noch durch irgendeinen Dienst in der Gemeinde oder einem sozialen Engagement. Ich muss mir meine Rettung, und das finde ich sehr schön formuliert in diesem Heft, ich muss mir meine Rettung ins Leben von Gott hineinlegen lassen. Ich denke, dass dieser Gedanke durch die Jungfrauengeburt klar wird. Jesus hat bereits vor seiner Geburt diesen Göttlichkeitsanspruch. Gott wurde Mensch. Da war zwar keine menschliche DNA beteiligt, aber der Mensch war daran beteiligt. Er war daran beteiligt, indem Gott zwei Menschen ausgewählt hat zur Geburt und zur Erziehung seines Sohnes. Und der Mensch war daran beteiligt, indem sie ihr Ja dazu gegeben haben, sich zur Verfügung stellten, ein großes Risiko eingingen. Gott wurde Mensch, aber er musste, nein, vielleicht musste er auch gar nicht, aber er wollte geboren werden, in diese Welt geboren werden. In Marias Leben damals, und das ist jetzt wichtig für uns, und er möchte auch noch geboren werden, heute, im Leben jedes anderen Menschen. Thilo sagte vergangene Woche in der Predigt, und wir lesen das auch in dem zweiten Impuls, in dem Heft, Gott reicht es nicht, dass wir zur Überzeugung kommen, dass er Gott ist, sondern dass er mein Gott ist. Und inspiriert von einem meiner absoluten Weihnachtslieblingslieder, Be Born in Me, werde in mir geboren. Da gingen meine Gedanken an diesem Punkt so ein Stück weiter. Ich muss nicht mehr tun, als Ja zu sagen, wie Maria, damit Gott in ihr Mensch werden konnte. Aber das muss ich tun. Ich muss Gott diesen Raum in mir geben, sodass er in mir heranwachsen und zur Welt kommen kann. Nun möchte ich das gedanklich mal noch ein bisschen runterbrechen und überlegen. Was heißt es, ein Kind zu gebären? Ich bin da ja Experte mit 4 Kindern, kann ich ja mitreden. Es heißt doch, sein Leben komplett umzustellen. Man hat so viele Veränderungen, so viele Herausforderungen und Entbehrungen. Und trotzdem empfindet man das als einen ganz großen Gewinn, als eine unglaubliche Bereicherung im Leben. Nach kurzer Zeit möchte man doch gar nicht mehr ohne Kind leben. Man kann sich doch ein Leben ohne Kinder gar nicht mehr vorstellen. Jeder, der Kinder hat, ihr nickt, weiß, wovon ich rede. Und wer keine Kinder hat, der kann sich da hineinfühlen, hoffe ich. Auf einer gemeinsamen Autofahrt hatte ich vor einiger Zeit mal ein sehr interessantes Gespräch mit meiner Schwiegertochter.
Sie ist ziemlich krass drauf. Sie hat in den letzten 3 Jahren, knapp 3 Jahren, 3 Kinder bekommen. Ja, sie ist nicht religiös. Aber was sie so als Mutter erlebt, beschreibt sie als eine spirituelle Erfahrung. Und sie hat mir erlaubt, es mit euch zu teilen heute. Ich habe es aus dem Englischen übersetzt. Meine Kinder, sagt sie, bringen alle meine Stärken und Schwächen hervor. Alles liegt auf dem Tisch. Es gibt keinen freien Tag und ich muss immer da sein und will es schaffen. Ich setze meine Stärken ein, so gut es geht. Und was ist mit den Schwächen? Sie brauchen Heilung. Und es bedarf großer Anstrengung, die eigenen Schwächen zu heilen, die sich wahrscheinlich schon in der Kindheit entwickelt haben. Und es bedarf auch großer Anstrengung, mit schlechten Gewohnheiten zu brechen und jene Schwächen zu stärken, von denen ich vielleicht nicht einmal wusste, dass ich sie hatte. Aber ich treibe mich dazu an, damit ich den Kindern das geben kann, was ich geben möchte. Noch einen Schritt möchte ich weitergehen und ich frage, was könnte es nun heißen, Jesus zu gebären? Alles, was ich gerade in Bezug auf Kinder ausgeführt habe, kann ich aus meiner eigenen Glaubenserfahrung heraus auf Jesus übertragen. Je mehr Raum ich Jesus in mir gebe, umso mehr verändert sich mein Leben. Es mag auch Herausforderungen und Entbehrungen geben, aber letztlich ist es ein Gewinn, es ist eine Bereicherung für mein Leben. Und ich möchte und ich kann mir keinen Tag mehr ohne Gott vorstellen. Er ist es, der meine Schwächen und meine Stärken zum Vorschein bringt und meine Verletzungen heilt, von denen ich vielleicht noch nicht einmal wusste, dass ich sie hatte. Dich haben wir eigentlich nicht gewollt, habe ich meine ganze Kindheit über gehört. Ihr könnt euch vorstellen, dass das die Ablehnung meines eigenen Lebens zur Folge hatte, bis hin zu einer Todessehnsucht. Wie oft habe ich zu meinem Mann gesagt, ich verstehe nicht, dass die Leute Angst haben vom Tod. Ich habe keine Angst vorm Tod, ich habe Angst vorm Leben. Und dann änderte sich mein Leben, als ich anfing zu glauben. Als ich zum ersten Mal dieses alte Lied hörte, du bist gewollt, du bist kein Zufall, keine Laune der Natur. Und als ich anfing zu begreifen, dass Gott mich liebt und dass er mich schon gewollt hat, bevor meine Mutter von der Schwangerschaft wusste. Ja, Gott hat meine Verletzungen geheilt. Er hat sie so über viele Jahre nach und nach heilen lassen. Und er hat mich damit zu neuem Leben erweckt. Okay, es sind große Worte. Es hört sich vielleicht wirklich dramatisch an, aber es trifft definitiv zu. Jesus heißt, der Herr rettet. Und in gewisser Weise hat mich hier Gott vor mir selbst gerettet. Und ich lebe mit der Hoffnung, dass er mich am Ende meines Lebens auch zum ewigen Leben retten wird. Vielleicht werden einmal meine Kinder an meinem Sterbebett sitzen und meine Hand halten. Aber Gott wird mich über dieses irdische Leben hinaus, über den Tod hinaus, in seinen Armen halten. Einen letzten Gedanken noch, mit dem ich euch in die 3. Adventswoche schicken möchte. Gott möchte nicht nur in uns Menschen, sondern Gott möchte in die Welt hineingeboren werden. Er sucht und er beruft immer wieder Menschen, so wie Maria, durch die er Jesus und seine Erlösungstat in die Welt hineinbringen kann.
Jesus, das wissen wir, war an seinen Taten zu erkennen. Jesus in die Welt hinein zu gebären, das heißt auch, dass er an meinen Taten auf dieser Welt erkennbar wird. Und nun schließe ich mit einem Wort von Anselm Grün. Viele von euch werden ihn kennen. Es ist ein Benediktinerpater, von dem ich gelesen habe, dass er am meisten christliche deutschsprachige Bücher verkauft. Und er schreibt, die kostbarste Frucht, die wir in unserem Leben bringen können, kommt nicht aus uns heraus. Und sie kommt auch nicht durch die Befruchtung anderer Menschen, sondern sie wird vom Heiligen Geist gewirkt. Amen. Wir hören das Lied Be Born in Me. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr es zu eurem persönlichen Gebet machen. Cries for order. Everything inside me wants to hide. Is this shadow an angel or a warrior? If God is pleased with me, why am I so terrified? Someone tell me I am only dreaming. Somehow help me see with heaven's eyes. But before my head agrees, my heart is on its knees. Holy is he, blessed am I, be born in me. For
just a girl and nothing more, but I am willing, I am yours. Oh, 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 oh. Be born in me. Be born in me. I'll hold you. Gott, wir danken dir, dass du auf diese Welt gekommen bist, als Mensch uns nahe gekommen und dass du auch heute noch unsere Nähe suchst. Wir bitten dich, dass wir das gerade jetzt in diesen schwierigen Tagen vor Weihnachten spüren dürfen. Lass vor allem die Menschen, die Angst haben, die trauern und traurig sind, die krank sind und Sorgen haben, die Menschen, die um ihre Existenz bangen müssen, lass sie deinen Trost und deine Zuversicht spüren. Bitte zeige uns gerade in dieser Adventszeit, wie du uns an deiner Erlösungsgeschichte beteiligen möchtest und was du durch uns in diese Welt bringen willst. Und hilf uns dabei, Herr, dass wir den Mut Marias haben, dir unser Ja bedingungslos zu geben und uns zur Verfügung zu stellen. Und höre auch, wenn wir zu dir beten, wie du es uns beigebracht hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte euch bitten, euch wieder hinzusetzen. Denn wir haben einige Informationen jetzt zum Ende des Gottesdienstes. Leider darf auch das Angebot des Gebets nach dem Gottesdienst weiterhin nicht stattfinden, aber wir möchten euch mal darauf hinweisen, dass es dieses Seelsorgeangebot in unserer Gemeinde gibt. Ihr findet die E-Mail-Adresse auf unserer Homepage. Die Kollekte im Advent ist für Brot für die Welt. Wenn ihr da etwas geben möchtet, dann dürft ihr das beim Hinausgehen in die Körbe legen oder so ein Tütchen mitnehmen, das an beiden Ausgängen ausliegt. Das Opfer ist heute für den Chor, für den Gospelchor, für die Golden Harps bestimmt. Das bitte ich euch dann in die Box, in diese Holzboxen einzuwerfen, wo Opfer dran steht. Herzlichen Dank für alles, was ihr gebt. Herzlichen Dank auch für alles, was schon gegeben wurde, für die Schwestern auf Horodberg. Es ist schon eine ordentliche Summe zusammengekommen. Die Spendenaktion läuft aber noch weiter und wird dann nächsten Sonntag am 4. Advent auch mit dem Opfer für die Schwestern enden. Nochmal danke, und zwar ein ganz großes Danke von Gerdi Grüsselin und ihrem Team. 2.319 Kartons sind zusammengekommen, ein absoluter Rekord. Es waren unter 2.000 letztes Jahr, ich habe sie gefragt. Weihnachten im Schuhkarton ist eine Aktion, die ihr offensichtlich gerne unterstützt, und herzlichen Dank dafür.
Dann habe ich noch ein paar Einladungen auszusprechen zur Adventsandacht in Zinken am Dienstag um 19 Uhr, also eine Präsenzandacht. Die Kirche ist ja immer geöffnet zur persönlichen Andacht und es gibt dort auch Anregungen zur stillen Zeit. Dann das Angebot, die Zeitschrift Hoffen und Handeln wieder mitzunehmen, das liegt aus. Und Weihnachtsflyer mitzunehmen, die heute ausliegen zum ersten Mal. Ihr habt sie vielleicht schon entdeckt. Und da möchte ich gerne Thilo bitten, nach vorne zu kommen. Der möchte etwas sagen zu Weihnachten. Genau darum geht's. Und das hoffen wir, dass Jesus in den Menschen geboren wird wieder. Vielleicht das erste Mal an Weihnachten. Und ein Mittel, was Gott dafür verwendet, sind Gottesdienste. Und ihr habt mitbekommen, dass wir da ein bisschen gerungen haben und längere Zeit überlegt haben, wie geht's und wie läuft's. Die letzte Entscheidung ist jetzt gefallen am Freitag, nachdem wir mit dem Rathaus nochmal geredet haben. Wir werden alles online machen. Also es wird ein Online-Angebot geben. Aufgrund der jetzigen Situation und das Rathaus hat uns inständig darum gebeten, dass wir bitte darauf verzichten. Ich glaube, viele von euch werden das verstehen, der andere wird es wieder anders sehen. Aber wir mussten irgendwann zu einer Entscheidung kommen, weil wir auch uns vorbereiten müssen und das jeweils dann auch initiieren müssen, die ganze Plan B sozusagen. Genau, und deswegen alles online. Es werden Gottesdienste angeboten an Heiligabend online um 15 Uhr Familiengottesdienst 1, um 16 Uhr Familiengottesdienst 2. Die gehen jeweils online auch erst um diese Zeit, bleiben dann aber auch online auf YouTube erhalten erstmal. Und dann haben wir um 17 Uhr einen Gottesdienst für jedermann und um 22 Uhr die Christmette, die dann auch online bleibt. Also, ich möchte euch einfach bitten, dass ihr diese Flyer mitnehmt und sie ganz stark streut und die Leute herzlich einladen und sagt, hey, ich habe so das Motto auf der Homepage ausgegeben, wir bringen Weihnachten in dein Wohnzimmer. Ja, wir bringen Weihnachten in dein Wohnzimmer. Und vielleicht ist das sogar eine Chance mal. Ja? Vielleicht erreichen wir sogar noch mehr Leute, als wir das normalerweise mit Präsenzgottesdiensten erreicht hätten. Und deswegen lass uns das einfach jetzt annehmen und das so dazu einladen und einfach darauf hoffen, dass der Heilige Geist das wirklich richtig gut nutzt, dieses Medium. Auch wenn wir uns alle nach Präsenzgottesdienst gesehnt haben. Ja, also nehmt mit, da liegen Flyer, draußen liegen auch noch Flyer, auf der Seite auch noch, falls da ausgehen. Nehmt sie mit, gebt es an eure Nachbarn weiter, an euren Freundeskreis, wo auch immer und weist nochmal darauf hin, dass alles online ist. Es steht nämlich hier noch nicht drin, weil wir den Flyer drucken mussten, bevor die Entscheidung gefallen ist. Wir mussten ja irgendwann mal fertig werden damit, auch mit dem Flyer und damit wir es auch streuen können. Also nochmal, nehmt's mit, ladet ein. Je mehr wir einladen, umso besser. Und wenn jemand im Internet gut unterwegs ist, auf Facebook, Insta oder sonst was, dann einfach mal mir schreiben kurz oder der Martina. Wir haben eine Folie, die kann man dann auch einfach posten und mal einladen. Das wäre eine richtig gute Sache, wenn ihr das auch nutzt. Soweit, also. Ja, ein großes Dankeschön möchte ich noch aussprechen an den Marc Franzreb. Ich weiß nicht, ob euch schon aufgefallen ist, drüben im Eingangsbereich vom Gemeindezentrum, das Graffiti ist neu gemacht worden gestern. Und ich finde, das hat er wieder wunderbar gemacht. Wenn ihr nachher rausgeht, schaut es euch doch bitte mal an. Be strong, be brave, be fearless. Fearless? Fearless, danke. Daniela, gut, habe ich dich. You are never alone, ein Vers aus Josua 1,9. Ja, danke schön, Marc. Und bitte schaut es euch an. Ja, und jetzt freue ich mich. Lasst uns freuen, das Schlusslied.
bleiben zum Segen. Dankeschön. Ja, wir möchten uns heute mit den Worten des Graffiti, mit den Worten aus Josua 1,9 unter Gottes Segen stellen. Sei getrost und unverzagt. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. So segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.